Der Garmin Vivo Smart HR Plus ist eine Fitness-Tracker-Sportuhr-Kombination, die dank der vielen integrierten Sensoren ein hervorragendes Gesamtpaket liefert. Neben den ganzen Fitnessdaten über den Tag können auch sportliche Aktivitäten mit Aufzeichnung von Strecke und Puls problemlos getrackt werden. Die Vivo Smart HR Plus kostete zum Testzeitpunkt ca. 190 Euro und damit ist preislich sicherlich einer der etwas teureren Fitness-Tracker. Doch für den Preis bekommt ihr viel Technik in einem relativ kompakten Gehäuse. Doch darauf gehe ich später auch etwas genauer ein. Beginnen wir erst einmal mit dem Lieferumfang. Die Vivo Smart HR Plus wird in einem einfachen kleinen Karton geliefert. Ihr habt beim Kauf die Wahl zwischen zwei Armbandlängen, Standard und XL. Für starke Männerhandgelenke empfehle ich definitiv die XL-Version, da die Standardversion bei hoher Trageweite schon knapp werden kann. Der Lieferumfang ist mit Fitness-Tracker, Bedienungsanleitung und USB-Ladekabel auf jeden Fall überschaubar. Die technischen Daten des Fitness-Trackers können sich dafür sehen lassen. GPS-Sensor zur Positionsbestimmung, optischer Herzfrequenzsensor zur Pulsmessung direkt am Handgelenk und barometrischer Höhenmesser, um Stockwerke zu tracken. Zudem ist auch ein Beschleunigungssensor verbaut, welcher auch einen Einsatz bei Indoor-Sportarten möglich macht. Der Tracker ist bis zu 50 Meter wasserdicht, sodass er auch beim Schwimmen oder Duschen am Handgelenk bleiben kann. Ein fest verbauter Lithium-Ionen-Akku soll den Vivo Smart HR Plus bis zu 5 Tage mit Energie versorgen. Ein Vibrationsmotor, der deutlich spürbar, aber auch hörbar ist, runden das Gesamtpaket der technischen Features ab. Der Vivo Smart HR Plus gewinnt mit dem doch sehr klobig wirkenden Design sicherlich keinen Preis. Dieses liegt weniger an der Breite, vielmehr an der dicken Bauweise. So ist der Tracker sogar noch etwas dicker als die Garmin Vivo Active HR. Zur Bedienung hat der Vivo Smart HR Plus unter dem kleinen Display einen gut erreichbaren haptischen Button bekommen. Die weitere Bedienung erfolgt über das Touch-Display, welches mit 160x68 Pixeln auflöst und mit einer Anzeigegröße von 25,3x10,7 mm relativ klein geraten ist. So wurde dem Tracker rund um das Display noch ein relativ breiter schwarzer glänzender Rahmen verpasst, welcher im Alltag zwar nicht stört, aber die Frage aufkommen lässt, warum nicht einfach ein größeres Display verbaut worden ist. Das Display kann nur schwarz-weiß anzeigen und ist von der Auflösung kein Meisterstück. Bei genauerem Hinsehen sind die Pixel schon deutlich zu erkennen. Ein Pluspunkt für das Display ist aber, dass dieses bei direkter Sonneneinstrahlung noch hervorragend ablesbar ist. Das Armband des Vivo Smart HR Plus hat ein feines Rautenmuster bekommen, welches das klobige Design etwas wieder gut macht. Zudem ist der Tragekomfort des Silikonarmbands über den Tag gesehen wirklich hervorragend. Auch bei ständigem Tragen 24 Stunden am Tag ist der nur 31 Gramm schwere Tracker in keiner Weise störend. Dass hier beim Armband ein richtiger Verschluss verbaut wurde, ist ein zusätzlicher Pluspunkt. Die Verarbeitung ist insgesamt auf Stabilität und Robustheit ausgelegt. Dieses wurde mir in dem einmonatigen Test deutlich. Ich hatte wirklich zu keiner Zeit das Gefühl, dass irgendetwas kaputt gehen könnte. Spaltmaße oder eine unsaubere Verarbeitung sind bei der Vivo Smart HR Plus nicht vorhanden. Das Display hatte nach einem Monat im Dauereinsatz keinerlei Kratzer. Da das Display relativ klein geraten ist, musste ich mich anfangs erst einmal an die Bedienung gewöhnen. Oft wird oben im Touch-Display ein kleiner Zurück-Button angezeigt, mit welchem im übersichtlichen Menü zurückgeschaltet werden kann. Das Display verschwindet bei der Bedienung aber auch gerne mal komplett unter dem Finger, sodass eine kurze Eingewöhnungsphase auf jeden Fall eingeplant werden sollte. Danach gelingt die Navigation entweder über den Button oder das Display aber sehr innovativ und einfach. Die Einfachheit der Menüführung wusste ich mit zunehmender Testzeit immer mehr zu schätzen. Ich habe noch bei keinem anderen Fitness-Tracker so schnell alle gesuchten Einstellmöglichkeiten gefunden wie bei der Vivo Smart HR Plus. Das Display reagiert gut auf die Berührung des Fingers, sodass ein Scrollen und Navigieren kein Problem darstellt. Der Funktionsumfang der Vivo Smart HR Plus ist deutlich umfangreicher, als das kompakte Design vermuten lässt. Der Fitness-Tracker ist, auch aufgrund der ganzen Sensoren, ein echtes Funktionswunder, was den großen Brüdern in nichts nachkommt. So bietet er eine ganze Reihe von Alltagstracking-Funktionen. Hierzu zählen unter anderem die Schritte, der Schlaf und hochgestiegenen Stockwerke. Aber auch Intensitätsminuten und verbrannte Kalorien über den Tag lassen sich mit dem Garmin Fitness Tracker abrufen. Bei den Schritten kann zwischen manuellem und automatischem Ziel gewählt werden.
Der Schlaf wird automatisch erkannt und getrackt. Auch die Herzfrequenz kann auf Wunsch 24 Stunden am Tag aufgezeichnet und später wieder abgerufen werden. Wer die Fitness-Tracker-Funktion nicht nutzen möchte, kann diese auch komplett deaktivieren. Dann dürften vor allem die Sportfunktionen interessant sein. Auch beim Sport ist der Vivo Smart HR Plus ein vielseitiger Begleiter. Über das kleine Personen-Icon im Menü geht es direkt in das Aktivitätsmenü. Hier stehen im Vergleich zu anderen Fitness-Trackern nicht viele Sportprofile zur Auswahl. Laufen, Gehen, Cardio und sonstige. Es können auch keine neuen Sportprofile auf die Vivo Smart HR Plus geladen werden. Meiner Meinung nach unterstreicht es aber insgesamt die Einfachheit des Trackers. Mit den vorinstallierten Sportprofilen lässt sich trotzdem nahezu jede Sportart tracken. Später lässt sich in der Garmin-App die Aktivität und die Sportart auswählen und abändern. Dank des GPS-Sensors wird beim Laufen und Radfahren die Strecke zuverlässig aufgezeichnet. Auch der Puls wird über den optischen Herzfrequenzsensor, zumindest bei konstanten Ausdaueraktivitäten, sehr zuverlässig aufgezeichnet. Dieser kommt lediglich beim Krafttraining etwas an seine Grenzen. Doch hierfür kann bequem ein Brustgurt mit der Vivo Smart HR Plus gekoppelt werden. Besonders das Laufmenü des Fitness-Trackers ist äußerst umfangreich und überzeugend. So können hierfür verschiedene Ziele Alarme festgelegt werden. Dieses können beispielsweise Alarme beim Erreichen eines Kalorien-, Distanz- oder Zeitziels sein. Auch ein Virtual Pacer zum Erreichen und Halten einer gewünschten Geschwindigkeit und ein Tracken von automatischen Runden ist mit an Bord. Zudem bietet der Tracker eine Autopause-Funktion, welche die Aufzeichnung kurz pausiert, wenn ihr verkehrsbedingt, zum Beispiel beim Laufen, an einer Kreuzung halten müsst. Über das Sportprofil Sonstige könnt ihr aber nahezu jede Sportart mit der Vivo Smart HR Plus tracken. Die Datenfelder, die während einer Aktivität angezeigt werden, lassen sich leider nur in der Garmin Connect App ändern. Es lassen sich während einer Aktivität aber bis zu 10 Datenfelder auf 5 Seiten verteilt abrufen. Auf dem Display können immer nur bis zu 2 Datenfelder gleichzeitig angezeigt werden. Die sogenannte Move-IQ-Funktion soll Standardsportarten automatisch aufzeichnen. Diese Funktion möchte ich hier aber nur am Rande erwähnen, da diese in meinen Augen nichts Besonderes ist. So wird, wenn eine Aktivität, Laufen, Radfahren oder Gehen, 10 Minuten am Stück ausgeführt wird, eine grau hinterlegte Aktivität im Kalender der Garmin Connect App angezeigt. Hier lässt sich dann Dauer, Aktivität und Uhrzeit abrufen. Das war's. Wer nun auf die Aufzeichnung einer Strecke oder andere Aktivitätsdaten gehofft hat, den muss ich hier leider enttäuschen. Hierfür muss eine Aktivität richtig über das Sportmenü gestartet werden. Die Vivo Smart HR Plus bietet auch noch weitere Funktionen, die ich anfangs noch nicht erwähnt hatte. So lassen sich bei einem via Bluetooth gekoppelten Smartphone auch noch Wetterdaten und Smart Notifications abrufen. Smart Notifications sind beispielsweise Messenger-Nachrichten, E-Mails oder Anrufbenachrichtigungen. Im Test funktionierte dieses mal mehr, mal weniger gut. Was allerdings hervorragend funktionierte, war die Musiksteuerung über die Vivo Smart HR Plus. Wenn auf dem Smartphone Musik abgespielt wird, lässt sich über den Tracker die Musik pausieren oder Lieder weiterschalten. Ziemlich praktisch beim Laufen, wenn nicht ständig das Smartphone aus der Tasche geholt werden muss. Die Garmin Connect App ist die Auswerte-App für die Vivo Smart HR Plus. Hier laufen alle Aktivitätsdaten zusammen und lassen sich übersichtlich abrufen und anzeigen. In der Tagesübersicht kann auf einen Blick gesehen werden, wie viele Kalorien verbrannt worden sind und wie aktiv du an diesem Tag insgesamt warst. Nach etwas Spielerei findet sich jeder in der App gut zurecht. Die Synchronisierung erfolgt bei eingeschaltetem Bluetooth an Uhr und Smartphone automatisch, sobald die App aufgerufen wird. Im Test schaffte die Vivo Smart HR Plus die versprochenen 5 Tage bei der Akkulaufzeit fast immer. Allerdings hatte ich auch die Smart Notification weitestgehend deaktiviert. Wenn diese aktiviert sind, verringert sich die Akkulaufzeit. Dennoch war ich am Ende von der langen Akkulaufzeit überrascht und nicht genervt, dass der Tracker schon wieder an das Ladekabel muss. Die Akkulaufzeit ist insgesamt absolut zufriedenstellend. Kommen wir nun zum Fazit. Der Vivo Smart HR ist kompakt und bietet trotzdem unglaublich viele Funktionen. Wer einen besonders einfach gehaltenen Tracker mit robuster Verarbeitung sucht, ist mit diesem Garmin-Tracker ziemlich gut bedient. Wer etwas mehr Einstellmöglichkeiten und Sportprofile haben möchte, kann zudem nur ca. 50 Euro teureren Vivo Active HR greifen, welcher sogar noch ein größeres Farbdisplay bietet. Alles in allem bin ich von der Vivo Smart HR Plus am Ende dennoch überrascht.
auch wenn der Umstieg von der größeren Vivo Active HR in den ersten Tagen nicht ganz einfach war. So, das war der Test zum Garmin Vivo Smart HR Plus. Wie immer, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt das einfach unter dieses Video in die Kommentare. Wenn euch das Video sonst gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr einfach einen Daumen nach oben gebt oder wenn ihr es noch nicht habt, unter dem Video den YouTube-Kanal abonniert. Vielen Dank fürs Schauen und wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe von Fitnessbox.